Modularhelme sind super komfortabel. Einfach zack, auf und schon habe ich die frische Luft im Helm. Und die haben auch nochmal einen ganz bestimmten Vorteil gegenüber herkömmlichen Klapphelmen. Und HJC hat sich jetzt gedacht, yo, wir können das auch, und hat den i100 auf den Markt gebracht. Und ich würde sagen, wir schauen uns den einmal im Detail an. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradhelme und Motorradbekleidung, begrüßen und heute mit dem HJC i100, dem brandneuen Modularhelm von HJC. Und zwar ist das sogar noch nicht mal unser eigener, sondern das ist der offizielle HJC Messehelm, der auch schon genauso dieser hier auf der EICMA gestanden hat, am Stand von HJC. Und ich musste mir den leihen, weil der so frisch ist. Und deswegen machen wir jetzt auch dieses Video und dann muss ich ihn leider auch erstmal wieder abgeben. Deswegen, hier hinten steht es. Wir haben hier natürlich einen Vorführer, deswegen kann ich euch auch kein Unboxing zeigen, denn der kam noch nicht in einer offiziellen Verpackung, sondern in einer Messeverpackung, sag ich mal einfach dazu. So, wir haben natürlich hier einen Modularhelm, wir gehen sofort auf den Klappmechanismus ein, aber lasst uns bitte einmal das Dekor anschauen, was ich hier zufälligerweise bekommen habe. Es heißt nicht Nardo Grau, aber es ist natürlich Audi VW Nardo Grau, sehr, sehr stark angelehnt. Boah, ich hätte super gerne mal ein Motorrad in der Farbe. Sehr geil. So, aber jetzt zum Klappmechanismus, denn das ist ja natürlich das Hauptfeature dieses Helms. Das betätige ich hier unten. Zack, und kann es dann einfach hoch machen. Habe dann hier das Kindteil am Nacken und habe damit den Vorteil beim Modularhelm einfach, dass ich nicht so einen Windwiderstand habe. Denn wenn ich beim Klapphelm das Kindteil hier oben habe, dann fängt das einfach Wind ein ohne Ende. Und das habe ich hier deutlich weniger, damit deutlich weniger Lautstärke und vor allen Dingen auch der Windwiderstand. Denn irgendwann zieht das nur noch am Kopf und deswegen bin ich persönlich großer Fan von Modularhelm. Wir haben hier einen schicken roten Hebel, den kann ich mal zack zurück machen. Das ist nämlich das Schloss für unsere PJ-Homologation. Das heißt also, mit diesem Schloss, mit dieser Homologation dürft ihr den Helm überhaupt auch erstmal so fahren. Wenn ihr einen Klapphelm oder auch einen Modularhelm habt, ohne, das kann natürlich auch mal ein bisschen anders aussehen, aber ohne PJ-Homologation, dann dürft ihr ihn nicht offen fahren. Was ich euch dann noch zeigen kann, ist, das Kindteil bewegt sich zwar ein bisschen, aber ich kriege es nicht hoch, denn wir haben hier eben dieses Schloss davor, bewegt sich nichts. Wenn ich den jetzt reinmache, zack, dann kann ich auch wieder das Ganze hoch machen. Und ihr seht schon, das Visier bewegt sich. Warum bewegt sich das Visier? Visier und Kindteil dürfen natürlich auf keinen Fall miteinander kollidieren. Und dann aktivieren wir das. Und ihr seht, das Visier geht erst so ein Stückchen mit hoch. Und zack, hoch, hoch. Und jetzt überholt das Kindteil das Visier und zack. Und dann bewegt sich das Visier auch wieder nach unten und ist wieder im Ausgangszustand. Und wenn ich jetzt wieder nach vorne mache, das Kindteil, zack, geht das Visier erstmal hoch. Und hier oben habe ich einfach auf dem Kopf mehr Platz. Die haben mehr Abstand zueinander, damit sich da auch auf keinen Fall irgendetwas berührt. Sehr schön gemacht. So, wenn wir auf unseren Touren lange, lange Zeit diesen Helm aufhaben, dann müssen wir natürlich auch eine vernünftige Belüftung haben, gerade für den Winter. Haben wir hier oben einmal sehr flach gehalten. Deswegen zeige ich ihn euch mal so, sonst sieht man gar nichts von der Belüftung. In zwei Stufen einstellbar, gefällt mir richtig gut. Und hier unten schöne große Belüftung, zweistufig ebenfalls. Sehr, sehr schön. Und hier hinten dann unter dem kleinen angedeuteten Spoiler haben wir dann die Endlüftung, sodass wir eine vernünftige Luftzirkulation in diesem Helm haben. Jetzt habe ich hier natürlich den Messehelm, wie bereits gesagt. Deswegen hat er auch dieses sehr schöne schwarze Visier. Im Lieferumfang ist natürlich ein klares Pinlock-Visier enthalten. Das heißt also, die Pinlock-Linse ist auch gleich dabei. Das ist soweit cool und soweit auch sehr, sehr alltagstauglich. Für die Optik vielleicht ein bisschen schöner mit einem dunklen Visier. Und wir haben hier auch an dieser Seite die Sonnenblende. Ist schon unten. Das ist immer der Vorzeigeeffekt. So kann ich sie bewegen. So sehe ich das, glaube ich, ganz gut. Das ist also die Sonnenblende, also idealer Tourenbegleiter, gefällt mir richtig gut. Also er ist, gerade für einen Modularhelm, richtig gut vom Gewicht. Gefällt mir. So, Mikrometrik-Ratschenverschluss, also sehr komfortabel. Hier seht ihr auch nochmal den Verschlussmechanismus, an dem ich eben quasi das Ganze auf- und zugemacht habe. Hier steht, ihr seht es, hoffentlich, Smart HJC. Das ist die Vorbereitung für das HJC-eigene Bluetooth-Freisprechgerät, was hier eingebaut werden kann und angebaut werden kann. Also außen haben wir dann das Bedienelement. Habe ich hier leider noch nicht in Händen, sodass ich es euch noch nicht zeigen kann. Aber ich bin sehr gespannt, auch in Kombination mit Sena entwickelt. Also die Konnektivität ist sehr gut an dieser Stelle. Kunstlederabschluss, natürlich herausnehmbar, waschbar, dieses Innenfutter. Und dann ist das der HJC i100. Gelungener Helm, schon alleine deswegen, weil der als Modularhelm einfach eine sehr gute Balance hat. Das macht dann auch Spaß, so zu fahren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das Kindteil relativ leicht ist, damit wir den eben nicht nach hinten gezogen werden. Plus, er ist sehr leise. Wir haben, ich kann es euch leider nicht zeigen, oder ich kann euch vielleicht eine technische Zeichnung einblenden, dass das Kindteil auch nochmal dazu dient, dass der Helm wirklich leise ist. Und das ist hier ein großes Thema und das ist für mich auch ein wichtiges Thema. Und vor allen Dingen auch eine Frage, die ich sehr oft von unserer Community bekomme. Also ein schöner, leiser Helm, HJC i100. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf. Bis dahin.
Ciao.